Ich überlege, zum Craft Attack 11 Start wieder anzufangen zu streamen. Es gibt da nur ein kleines Problem. Das letzte Mal ist jetzt fast ein Jahr her. Damit ich mich nach meinem Urlaub nicht komplett damit blamiere, habe ich mir für dieses Video eine Map gekauft, auf der ich das Ganze simulieren kann. Wir starten hierbei im Keller meiner Mutter mit dem billigsten Setup und müssen uns durch das Stream von Minispielen neue Follower und Geld dazu verdienen. Mit genau diesem haben wir dann die Möglichkeit, unsere Hardware weiter upzugraden und uns immer krassere Häuser zu kaufen. Mein Ziel ist es, in diesem Video alle möglichen Dinge ranzuholen, so die Map durchzuspielen und der beste Streamer aller Zeiten zu werden. Viel Spaß. Ich werde der beste Streamer aller Zeiten, zumindest in Minecraft, weil wir spielen heute den Streamer-Simulator. Also dann, nicht lang schnacken, Knöpfe drücken. Es gibt eine Cutscene, okay. Wir sind in der Slime-Straße und leben im Keller unserer Mutter. Gut, wie es aussieht, startet hier unsere Streamer-Karriere. Einfach in einem einsamen Keller, der ehrlich gesagt nicht so gemütlich aussieht. Ich bin mir allerdings relativ sicher, dass wir das heute noch ändern werden und uns ein sehr, sehr cooles Haus kaufen. Dafür müssen wir aber natürlich erstmal ein paar Subs und Follower verdienen und ich muss jetzt erstmal rausfinden, wie das überhaupt geht. Okay, also hier geht's einmal nach draußen und jetzt sind wir in der Slime-Straße. Also ich muss sagen, es könnte schlimmer sein. Gut, also hier drüben haben wir scheinbar einen Laden. Gut, da können wir uns dann für Münzen, die wir erstmal verdienen müssen, weil wir haben gerade nur 50 neue Sachen kaufen. Was genau die bringen, weiß ich noch nicht. Oh, und hier drüben sehen wir unser großes Ziel, 500 Euro für ein neues Haus. Das müssen wir auf jeden Fall schaffen. Gut, mehr gibt's, glaube ich, erstmal auch gar nicht zu erkunden. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Keller zurück und starten unseren ersten Livestream. Unser kleiner Drecks-PC mit einem Monitor fährt langsam hoch. Okay, und hier können wir jetzt ein Minispiel auswählen, was wir streamen wollen. Aktuell, wie es aussieht, sind alle Minispiele außer Parkour noch nicht freigeschalten. Das müssen wir noch erledigen. Und wir haben 30 Sekunden, um dieses Spiel zu spielen und auch zu streamen. Yo, was geht ab, Freunde? Ich bin Gustav und willkommen zu meinem ersten Livestream hier auf Twitch. Okay, wir sind live. Wie cool ist das denn? Und ich glaube, wir müssen hier jetzt diesen Parcours machen. Das ist das Minispiel. Und können so verschiedene Subscribers und auch unser erstes Geld einsammeln. Okay, also der ist relativ einfach, der Parcours, muss ich sagen. Und wir sammeln hier wirklich ordentlich was ein. Oh, okay, nevermind. So einfach war es doch nicht. Okay, und die Zeit ist auch schon abgelaufen. Ich glaube, wir können die aber auch noch verlängern mit Upgrades. Wir haben jetzt nach unserem ersten Stream 7 Subscriber bekommen und 20 Euro verdient. Das ist in Ordnung. Oh, und um die anderen Sachen freizuschalten, müssen wir uns hier zum Beispiel Dodgy Downtown kaufen. Ich glaube, es geht dabei um die ganzen neuen Wohnungen, die wir uns freischalten müssen. Naja, egal. Für uns bleibt also wieder einmal nur der Parcours, aber man braucht eh nur ein Spiel, wenn man ein guter, unterhaltsamer Streamer ist. Okay, sehr gut. Das sieht vielversprechend aus. Oh, wir haben wenig Zeit. Wir haben wenig Zeit, aber wir sind hier oben. Yo! 20 Bonus-Subscribers, weil wir es geschafft haben. Das ist voll viel. Wir haben jetzt 27 Subs und 27 Euro verdient. Ich bin mir nur nicht so sicher, was die Subs eigentlich bringen. Bekommen wir dadurch vielleicht mehr Geld für jeden Stream? Kann das sein? Ich stream einfach nochmal dasselbe Spiel und gucke, wie es dann aussieht. Die Zeit bleibt auf jeden Fall gleich, die wir dafür haben. Nein, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht doch mal. Doch, wir haben es nochmal geschafft. Okay, wir haben erstmal dadurch auch 20 mehr Follower wieder bekommen. Und bekommen wir auch... Wir bekommen mehr Geld. Wir bekommen durch die Subs mehr Geld. Wir haben jetzt 54 Euro durch das Ding verdient und können uns sogar ein neues Item aus dem Shop holen. Ich denke, das investieren wir erstmal in eine neue Schreibtischlampe. Okay, ich habe keine Ahnung, wie viel Sinn das ergibt, aber das gehört ja auch mit zum Setup. Vielleicht bringt uns das einen Vorteil. So, dann platzieren wir die hier links einmal und das sieht sau cool aus. Also wie das hier alles dargestellt ist, ist wirklich cool. Deswegen liebe ich Bedrock Maps. Na gut, dann gucken wir mal, ob sich beim nächsten Stream irgendwas geändert hat. Oh, wir haben eine Sekunde mehr Zeit für das Ganze. Also auf Dauer kann sich das wirklich lohnen. Okay, also ich muss sagen, das erste Minispiel ist für so einen absoluten Profi wie mich natürlich gar kein Problem. Jo, wir bekommen 100 Euro. Die Subs lohnen sich so sehr. Wir haben jetzt 152 insgesamt und 88 Subscribers. Ich muss das nochmal machen. Ich will die 100er-Marke knacken. Let's go! Die ersten 100 Subs. Ein wichtiger Meilenstein. Und außerdem 128 Euro dazu. Das heißt, wir können uns ein neues Mikro holen. 250 Euro, das ist auf jeden Fall teurer als mein aktuelles. So traurig das auch klingt. Let's go! Das einmal hier platzieren. Wir hatten vorher überhaupt gar kein Mikro. Fällt mir gerade auf. Das ist ein bisschen weird. Aber ich bin trotzdem auf jeden Fall gespannt, was sich dadurch jetzt ändern wird. Okay, jetzt haben wir 32 Sekunden. Das ist aber nicht so ein großer Unterschied. Das schaffen wir auch so easy. Boah, 240 Euro. Das Geld, es regnet von der Decke. Ach ja, und by the way, bevor ich das Ganze vergesse, während ihr dieses Video seht, ist ja gerade Craft Attack losgegangen.
Ich bin aktuell noch im Urlaub, überlege allerdings, ob ich, sobald ich wieder da bin, dieses Event bzw. das Projekt auch mal wieder streamen soll. Bedeutet, wenn ihr darauf Lust habt, dann schreibt das sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, auch ob ich dann auf Twitch oder auf YouTube streamen soll. Ja, und je nachdem, wenn genug Leute begeistert sind, dann sehen wir uns vielleicht bald wirklich sogar mal wieder live. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Durch die Map bin ich auf jeden Fall gut genug vorbereitet, denke ich mal. Oh mein Gott, wisst ihr, was das hier bedeutet? Wir haben genug Geld für das neue Haus. Let's go, kauf mir eine neue Bude. Yo, wir sind in Dodgy Downtown. Also das sieht auf jeden Fall aus wie eine bessere Gegend, in der wir jetzt leben. Oh, guckt euch das an, wir haben normale Wände. Also, keine Ahnung, die sehen auch ein bisschen eklig aus, aber auf jeden Fall besser als die alten. Ey, was will man denn mehr? Ich will hier nie wieder weg. Okay, zuerst müssen wir natürlich hier unser ganzes Zeug auspacken. So, auch die Stehlampe kommt auf unseren neuen Desktop und auch das Mikrofon. So, außerdem, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir jetzt, glaube ich, ein neues Game zum Stream freigeschalten. Yo, genau so ist es. Der Kuchenwettkampf. Ich hoffe, dass das sehr, sehr guter Content für meine 200 Subscriber ist. Okay, um was geht's? Was muss ich tun? Einfach nur Kuchen essen? Yo, okay, wir haben Hunger und wir müssen so viel Kuchen wie möglich aufessen, glaube ich. Los, 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 lass mich Kuchen essen. Was ein wilder Content. Okay, ich bin mir gerade wirklich nicht sicher, worum es hier geht. Ich habe keine Ahnung, was wir hier tun müssen. Ich glaube, wir bleiben erstmal beim Jump'n'Run. Das hat mir auf jeden Fall besser gefallen. Gucken wir vorher aber, was wir uns jetzt in der neuen Hütte so für neue Upgrades kaufen können. Das sind auf jeden Fall viele Upgrades. Das gefällt mir. Ein neuer Stuhl, ein Doppelmonitor. Gucken wir aber auch direkt mal, wie viel Münzen wir brauchen, um uns das nächste Haus und damit auch das nächste Minispiel zu kaufen. 5000 für diese geile Villa ist das auf jeden Fall in Ordnung. Aber da müssen wir 100% noch ultra oft streamen. Und genau dafür kaufe ich mir jetzt erstmal einen bequemeren Stuhl, einen doppelten Monitor und, weil wir es uns leisten können, einfach auch noch einen Controller dazu. Und wir können hier einmal den Stuhl austauschen. Mit einer Lehne ist immer gesünder für den Rücken. Außerdem haben wir endlich zwei Monitore und können auch mal den Chat lesen. Das ging bis jetzt nämlich einfach gar nicht. Und natürlich darf auch hier ein random Controller nie fehlen. Ich sag's euch ehrlich, ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, wie schwierig diese Map wirklich ist. Aber jetzt, wo ich das weiß, denke ich, kann ich sagen, dass mein Ziel für dieses Video ist, jedes Minispiel freizuschalten und dementsprechend auch das teuerste Haus. Bleibt also auf jeden Fall bis zum Ende dran, das wird noch eine Menge Arbeit. Yo, was geht ab, liebe Zuschauer? Das hier wird der letzte Stream aus dieser Wohnung, denn ich werde danach umziehen. Let's go, wir haben genug Geld für die neue Hütte. Endlich weg hier. Obwohl ich hier nur so 3 Tage gelebt habe, aber wir ignorieren das einfach mal. Ey, yo, was geht ab, Kollege? Ich würde gerne eine neue Wohnung kaufen. Oh, einfach hier draufklicken, sagst du, für dieses wunderbare Haus? Ja, dann machen wir das doch mal. Yo, jetzt sind wir auf jeden Fall in einer sehr gehobenen Gegend. Also das ist so richtige Vorstadtmäßig. Es gefällt mir bis jetzt. Also unser Haus wird auf jeden Fall immer besser. Ich bin voll auf die letzte Villa dann gespannt. So, natürlich erstmal die ganzen Sachen auspacken und hier irgendwo an unseren Schreibtisch platzieren. Wo ist der denn? Ich habe sogar eine Küche. Das ist ja voll cool. Wir haben hier einen wunderbaren Flachbildfernseher, wo ich meine eigenen Videos anschauen kann. Jo, und endlich eine Dusche. Die hatte ich in den letzten beiden Wohnungen nicht. Also dann gucken wir uns doch direkt mal das neue Spiel an. Diamantenjagd. Das klingt vielversprechend. Was geht ab und willkommen zu einem neuen Spiel, was ich noch nie gespielt habe. Und zwar Diamantenjagd. Oh, ich glaube, wir müssen einfach Dias abbauen. Und bekommen... Oh, was? Okay, ich glaube, in diesem Würfel gibt es genau ein Dia-Erz. Das müssen wir finden und bekommen dann extrem viele Subs. Ich glaube aber, gerade hatten wir einfach nur Glück, dass das direkt an der Oberfläche gespawnt ist. Trotzdem, das hört sich auf jeden Fall vielversprechend an. Ich muss direkt mal gucken, was wir uns dann mit dem Geld alles Neues kaufen können. Boah, für dieses fette Haus brauchen wir 15.000 Euro. Das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Menge. Und was gibt's hier drüben? Boah, so viel neues Zeug. Wir können uns einen neuen Computer kaufen. Eine bessere Maus, die sick aussieht. Dazu endlich einen noch bequemeren Stuhl als unseren Holzstuhl. Neue Tastatur, neues Headset und sogar Lautsprecher. Ja, also ich denke, da müssen wir auf jeden Fall ordentlich was investieren. Ich freue mich aber auf jeden Fall auf ein besseres Setup. Und genau aus diesem Grund holen wir uns erstmal einen neuen PC und dazu auch noch eine bessere Maus. Warte mal, ist das ein Apple-Computer? Niemand zockt auf Apple. Was hat der Ersteller der Map getan? Na gut, aber solange wir dadurch mehr Geld verdienen, ist ja alles in Ordnung. Also dann, lasst uns mal wieder ein paar weitere Dias suchen. Oh, das ging verdammt...
Boah, ist das cool. Okay, okay, ich glaube, wir haben ein Placement. Und wir haben jetzt 3 Auswahlmöglichkeiten. Okay, entweder wir haben einen Deal mit Gönnergy, das gibt uns 2500 Euro auf einmal, aber dafür verlieren wir auch 125 Abonnenten. Die zweite Möglichkeit wäre ein Community-Event, wo wir 1000 Euro verlieren, aber dafür 200 Subscriber dazu bekommen. Da würde ich sagen, das ist eigentlich das Sinnvollste. Das Problem ist, wir haben gar keine 1000 Münzen. Oder wir versuchen einfach selber irgendwas auf Social Media zu machen und haben da eine Wahrscheinlichkeit, entweder wir bekommen 300 Subs oder verlieren 100. Boah, ich probiere mal das in der Mitte aus. Vielleicht geht's ja trotzdem und wir verlieren einfach nur all unser Geld. Ja, es hat vor... Oh, wir haben Schulden. Wir haben 200 Subs bekommen, aber haben auch Schulden. Aber bekommen ja sowieso Geld gerade durch dieses Minigame. Und somit sind wir wieder im Plus und haben insgesamt 693 Subs. Das sieht sehr krass aus. So, und wie viel Geld verdienen wir dadurch jetzt? Okay, 1800, das ist auf jeden Fall eine Menge. Das bedeutet, das nächste, was wir machen können, ist einfach nur 15.000 Münzen zusammen zu farmen, um uns das nächste Haus zu kaufen. Und dafür müssen wir jetzt erstmal wieder ein paar Dias farmen. Let's go, 2400, wir haben insgesamt 15.100 und können damit investieren. Bevor wir damit allerdings weitermachen, hätte ich wie eigentlich in jedem Video noch eine ganz, ganz mini kleine Bitte. Wenn ich dieses Video gerade aufnehme, da bin ich ja im Urlaub und außerdem fehlen mir nicht mehr viel bis zu den 400.000 Abonnenten, was wirklich ein Riesentraum von mir wäre. Dementsprechend würde ich mich wirklich extrem freuen, wenn ihr jetzt noch ein Abo dalassen könntet, wenn ihr das Ganze noch nicht gemacht habt. Die ganze Geschichte ist kostenlos, ihr verpasst kein Video mehr und könnt mir meinen Urlaub wirklich extrem verschönern. Dankeschön. So, jetzt aber wie angekündigt, es geht rüber in den Laden und wir verabschieden uns von diesem Haus hier. Boah, ich bin so gespannt, wie das aussehen wird. Let's go. Pleasant Plaza. Wir haben ein riesiges Einkaufszentrum, sogar ein Park. Und das hier ist unsere Butze mit wirklich einem extrem großen Garten und so. Und vor allem ist es eigentlich auch realistisch, weil mit 1000 Subs kann man sich sowas schon leisten. Yo, was haben wir uns denn für einen heftigen Tisch gekauft zum Einzug? Ey, wirklich, das sieht so geil aus. Ich liebe diese Map. Moderation Shooter. Okay, das klingt interessant. Was ist das? Es ist ein Shooter-Spiel. Ich denke mal, wir müssen Dinge abschießen. Yo, die grünen Teile, die hier auf mich zufliegen. Also, das sieht relativ easy aus, wenn ich ehrlich bin. Oh, never mind, ich hab's nicht getroffen. Ach, nur die roten! Ich schieße die ganze Zeit die grünen ab. Die grünen geben mir 1 Subscriber und die roten ziehen wieder was ab. Okay, das ist ja voll wild. Ach, ich mach gerade die Arbeit von einem Mod, glaube ich. Die roten Nachrichten waren schlechte Nachrichten und die grünen waren Komplimente oder so. Okay, aber wenn ich mich da konzentriere und direkt von zu Beginn weiß, wie das funktioniert, dann glaube ich, können wir da wirklich ordentlich Cash durchmachen. Hm, schauen wir uns erstmal allerdings an, was wir uns jetzt noch hier in der neuen Stadt so alles Neues kaufen können. Okay, also ein neues Haus kostet 50.000 Euro. Das ist wirklich viel, komischer Computer. Ich denke aber vor allem durch das neue Minigame ist es jetzt besser, wenn wir uns erstmal ein neues Upgrade an Hardware kaufen, weil dadurch bekommen wir immer mehr Zeit und da lohnt sich das Ganze wirklich am meisten. Ja, okay, erstmal neuer Gaming-Stuhl, aber auch dreifache Monitore und Soundproofing ist jetzt drin. Und endlich sogar ein Regal für unsere Spiele, was aus irgendeinem Grund so teuer wie unsere erste Wohnung ist. Was ist hier los? Ey, das Setup sieht so cool aus, ich bin begeistert. POV, wie ich direkt nach dem Upload versuche, alle Bot-Kommentare zu löschen. Es tut mir übrigens leid, YouTube macht dagegen nichts, fallt da bitte nicht drauf rein. Let's go, das gibt einmal 32 neue Subs und außerdem 4500 Münzen. Jo, und damit haben wir 50.200 und das ist genug. Oh, let's go, ich bin so aufgeregt auf das letzte Haus, was wir uns kaufen können. Gumo, ich würde mir gerne diese super krasse Villa auf einer einsamen Insel kaufen. Was sagst du, einfach auf den Knopf drücken? Ja, dann mache ich das doch direkt mal. Let's go, wir sind als Streamer auf einer einsamen Insel in einem super krassen Haus unterwegs. Und natürlich wird auch hier jetzt aber erstmal alles, was wir upgraden können und auch die neuen Minigames abgecheckt. Es gibt hier einen neuen Gaming-PC, neues Keyboard und so, 5 Monitore, ein RGB-Gaming-Stuhl, sogar ein Greenscreen und ein Stream-Deck. Also ich hoffe einfach mal, dass das nächste Spiel viel Geld abwirft, weil ich würde mir das schon gerne alles holen, aber das ist super teuer.
Feuer. Oh Mann, jetzt bin ich aus Versehen in unserem eigenen Konferenzsaal gelandet. Was habe ich hier alles? Jo, wir sind wirklich der größte Streamer aller Zeiten. Ich glaube, wir müssen die Treppe hoch. Jo, wir haben einfach einen eigenen Aufnahmeraum. Und direkt daneben so eine Lounge auf dem Balkon, auch nochmal mit Liegen und einem Heli-Landeplatz. Also das stelle ich mir ziemlich laut für eine Aufnahme vor, wenn daneben ein Helikopter landet. So oder so, mir soll es egal sein, wir platzieren erstmal unsere ganze Hardware wie immer. TNT-Run, das klingt sehr vielversprechend. Let's go, lass uns da doch direkt einmal reingehen. Oh, das sieht aus wie ein Mario Party-Minispiel. Ich glaube, wir müssen einfach nur im Kreis rennen und das TNT geht unter uns kaputt halt. Oh, es spawnen Zombies. Und die Zombies machen das auch kaputt. Okay, das ergibt Sinn. Das bedeutet, wir müssen trotzdem aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Zum Glück scheint es aber mehrere Ebenen zu geben, weil hier habe ich direkt keine Chance mehr. Oh mein Gott, die Zombies hinter mir machen alles kaputt, aber das ist egal. Wir können hier langlaufen, es sieht zeitlich alles gut aus. Wir müssen nur 5 Sekunden überleben. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. 1 Sekunde. Wir sind auf der letzten Ebene. Wir haben verloren. Okay, einfach konzentriert bleiben. Willkommen in meinem Livestream. Heute kriegen wir das erste Mal hin. Bleib bis zum Ende dran und Twitch Prime ist kostenlos. Boah, ich wäre wirklich so ein guter Streamer eigentlich. Noch 10 Sekunden. Bitte lass mich nicht gleich wieder komplett durchfallen. Hier lang. Das sieht gut aus. Das könnte das erste Mal sein, dass ich das Minispiel schaffe. Nein! Nein, ich war so nah dran! Ich hätte noch 4 Sekunden durchhalten müssen. Jo, ich fall schon wieder durch. Perfekt. 8. Nein, nein. Und das war mein Fehler. Das war mein Fehler. Warum sprinte ich nicht? Nein, 5 Sekunden vor Schluss. Warum? Ich weiß jetzt, warum ich nicht streame, sondern stattdessen nur YouTube mache. Nein, das ist nicht möglich. Wie kann ich denn immer in der letzten Sekunde verkacken? Ich lieg unter meinem Tisch, ich sitze auf dem Boden. Das war gerade ein Free Win, aber ich habe selber versagt. Ja, tschüss. Oh mein Gott, bitte. Ja, wir haben es das erste Mal geschafft. Wir haben es das erste Mal geschafft. Ich erwarte Großes. 70? 70 Subs und normal viel Geld? Zum Vergleich, wir haben auch so die letzten Runden um die 50, 60 bekommen. Und nur weil wir es jetzt geschafft haben, bekommen wir 10 mehr? 10? Nee, also jetzt reicht's mir. Ich gehe Frust einkaufen. Warte. Wow. Hold up. Warum sieht der PC... in der Hotbar, was ist mit dem Lüfter los? Ich bin doch nicht der Einzige, der das im Lüfter sieht, oder? Ach du meine Güte, was hat denn der Ersteller da gemacht? Ich glaube, das war nicht beabsichtigt. Ein wirklich deutscher PC, der jetzt hier hinkommt. Dafür sieht er extrem cool aus, wenn er hier so steht. Wir kaufen uns einmal ein Stream Deck, ein Greenscreen und natürlich auch den RGB-Regenbogenstuhl. Ja, und ihr seht schon, wir sind viral gegangen, die Simulation ist abgeschlossen. Das Ganze müssen wir jetzt nur noch hier einmal wunderbar platzieren. Und genau somit sind wir offiziell der krasseste Streamer aller Zeiten. Wenn euch diese Map gefallen hat, dann kann ich euch als nächstes nur die letzte Map, die ich gespielt habe, empfehlen. Das Video dazu findet ihr jetzt in der Endcard. Haut rein und ciao.